Kunstköder gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Jede Firma bringt immer wieder was Neues raus und natürlich ist da auch MD-Fishing ganz scharf hinterher. Mittlerweile zwar keine Neuheit mehr, aber lange nicht so bekannt wie zum Beispiel unser Stinchat ist der Thunderchat. Um den geht's heute. Wir sind nämlich an der Elbe unterwegs, wollen Thunder fangen mit dem Thunder und euch nebenbei ein bisschen näher bringen. Ja, ich bin Julian von MD-Fishing und wünsche euch viel Spaß bei der Produktvorstellung vom Thunder. Jetzt geht's ins Detail, liebe Freunde. Beim Zanderköder eigentlich gar nicht so wichtig. Normalerweise, ihr wisst, Zander mag trübes Wasser. Die sehen die Köder nicht. Aber gerade da sind zum Beispiel so kleine Details wie der gerippte Schwanz wirklich vom Vorteil. Diese Rippen geben unter Wasser zusätzlich zu dem doch sehr stark paddelnden Schaufelschwanz nochmal die eine oder andere Druckwelle mehr ab. Vor allem sehr hochwinkel. Noch dazu kommt, ich weiß gar nicht, ob man es auf der Kamera erkennen kann, dieses kleine Schuppenkleid. Ja. Kann man jetzt drüber streiten, ob das was bringt oder nicht. Auf jeden Fall sind sie da und auch da geht das Wasser vorbei, wird gehindert und macht somit nochmal ein paar mehr Verwirbelungen. Kann also was bringen, muss aber nicht. Ja. Wie gesagt, Details sind normalerweise nicht so wichtig beim Zanderangeln. Worauf wir allerdings nochmal einen großen Wert gelegt haben, sind die großen, sehr gut sichtbaren, ich denke mal auch für die Räuber, gut sichtbaren Fischaugen. Ja, ist immer ein Anbisspunkt, auch ein echtes Fischchen hat Augen, worauf sich die Räuber gerne fixieren. Ja, so viel zum Detail des Zanders. Direkt zum Anfang haben wir euch bereits eine kleine Filmsequenz gezeigt, wie der Thunder so von der Aktion her ist. Jetzt wollen wir euch das Ganze aber nochmal genau vorstellen und nochmal genau zeigen, wie dieser Lauf ist und vor allen Dingen auch, wie er zustande kommt. Wie vorhin schon mal im Detail erklärt, hat der Thunder hinten ein paar Rippelungen. Die verwirbeln natürlich unter Wasser zusätzlich das Wasser. Klar. Und machen dadurch auch noch mal ein bisschen mehr Aktion. Gerade im Frühjahr habe ich für mich festgestellt, dass die Zander bei diesen, wie man hier sieht, wenn ihr mal kurz drauf filmt, doch durch die Algenblüte bedingt sehr trübes Wasser, dass da viel Aktion oder mehr Aktion als zum Beispiel der übliche Stinchat von uns doch die bessere Wahl ist. Warum? Wie gesagt, Wasser ist verdammt trüb, Fische sehen nicht wirklich viel. Und ein Köder, der ein bisschen mehr Alarm macht, wird dann natürlich besser gefunden. Ja, perfekt. Passend zur Köderförderung des Thunders hat dieser Pike ihn schön genommen. Gar nicht so klein. Was wird er haben? Ich schätze mal so knapp an die 80. Ja, perfekt. Köder rausmachen und dann darf er wieder schwimmen, der gute Junge. Petri. Petri, Dank. Es war kein Riese, aber wir sind auch bei der Produktvorstellung des Thunders. Ihr seht, hat er ihn komplett genommen. Läuft. Tu mir einen Gefallen, bring deine Mutti vorbei. Ja, der ist noch ein bisschen sehr klein. Ja. Aber schöner Fisch. Und er darf wieder schwimmen. Ja, Freunde, der Thunder erhältlich in 3 verschiedenen Größen, bald auch in 4. Wir haben ihn in 8 cm zum Barschangeln, in 10 cm zum Barsch- und Zanderangeln und in 12 beziehungsweise 13 cm zum gezielten Zanderangeln. Natürlich geht da auch immer noch mal ein Hecht drauf oder auch ein Barsch. Ne? Aber hier diese Größe von ca. 13 cm ist eigentlich so der Standard-Zanderköder. Ja, farbmäßig haben wir einiges im Programm. Von Weißfischdesign über einen Schocker, wie hier zum Beispiel die VW-Farbe
oder halt auch wirklich ein richtiger Klassiker, ob das jetzt der Stint ist, ob das ein Spider ist oder der Thunder, ist einfach eine Knallerfarbe. Green Tomato. Führt eigentlich kein Weg dran vorbei an dieser Farbe. Gerade im Frühjahr und im Sommer, wenn das Wasser, wie jetzt hier zum Beispiel auch im Frühjahr, sehr, sehr trüb ist durch die Algenblüte, kommen solche Farben, solche UV-Farben, wie zum Beispiel ein Green Tomato oder auch hier dieses VW-Design, immer zum Einsatz. Bei mir zumindest. Wenn es dann natürlich ein bisschen klarer wird, zum Herbst hingegen, ja, wenn das Wasser ein bisschen klarer wird, die Algenblüte verschwindet, sind solche Farben zum Beispiel, wie das Goldi, wieder sehr gut. Ihr seht, wenn man es ein bisschen gegen das Licht hält, weiß nicht, ob man es erkennt, sehr schön transparent der Köder, hat allerdings trotzdem einen schwarzen Rücken, was Kontrast bietet. Ja? Also auch bei Licht, auch wenn es ein sehr unauffälliger Köder ist, durch diesen schwarzen, dunklen Rücken fällt er durch den Kontrast doch noch sehr gut auf. Ähnlich ist das mit vielen anderen Farben, zum Beispiel das Weißfisch-Design. Der hat keinen schwarzen Rücken, sondern blauen. Aber auch dieses Weißfisch-Design bietet einen schönen Kontrast zwischen hell und dunkel, in dem Fall zwischen blau und weiß. Ja, Freunde, so viel zum Thema Farben, Größe, Zielfisch. Ihr wisst auch, wie das Ding läuft, dass man Fische damit fängt, habt ihr auch gesehen, hat uns der Benny sehr schön gezeigt. Kleinen Zander zwar nur, aber dafür einen richtig geilen Hecht auf den Zander. Ja, wir machen jetzt noch mal ein bisschen weiter, sehen zu, dass wir irgendwie vielleicht noch mal einen Fisch ans Band kriegen. Wenn nicht, ist das auch nicht so schlimm. Wir wollten euch zeigen, dass unser Thunder funktioniert und das, denke ich, haben wir ganz gut gemacht. Ja, Freunde, erhältlich auf mbfishing.de, im Internet, sämtliche Farben, sämtliche Größen und bald als kleiner Geheimtipp auch noch die 16 cm Variante. Ja, schaut mal vorbei, Freunde. Wir hoffen, wir konnten euch das Ding ein bisschen näher bringen und ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Bis dahin, Julian, hinter der Kamera, Benny von mbfishing. Ja, da ist der nächste wieder auf den Zander, aber das ist auch wieder nichts Großes. Oh, so klein ist er aber, glaube ich, nicht. Kommt er gleich? Er müsste... Na naja. Nichts Wildes, wie gesagt. Aber wieder mal auf den Zander. Dazu muss man sagen, Freunde, klar könnte man den Fisch jetzt auch keschern, ja? Petri, mein Freund. Petri, Dank. Aber wenn wir den Fisch jetzt keschern, dann würde vermutlich der Haupthaken irgendwie im Netz hängen und was weiß ich, und das wird alles länger dauern. So können wir den schön abhaken und gleich wieder freilassen. Ja, Petri, mein Freund. Petri, Dank. Bye-bye.